Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr oder sogar, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest wirklich einen wundervollen Tag. Wir haben heute die Patch Notes 9.19 vorliegen. Die Notes kommen heute, der Patch kommt morgen für alle, die immer mal wieder fragen. Und ja, man muss sagen tatsächlich, wir haben ja letztens, beziehungsweise ich, ein PBE-Patch-Notes-Video gemacht und da waren einige, oder die meisten Sachen sind ähnlich. Es sind 2, 3, 4 neue Dinge in diesem Patch dabei, die vielleicht euch natürlich interessieren können. Viele Dinge werden sich doppeln und ich habe aber kurz überlegt, soll ich das Video wirklich hochladen oder nicht? Aber die Patch-Notes gehören zu uns, so wie ihr zu mir gehört. Und deswegen habe ich mir gedacht, es geht ja auch nicht nur immer um den Inhalt, es ist neuer Inhalt dabei und ich werde garantieren, dass neuer Inhalt dabei sein wird. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir gewinnt. Wir. Du. Ich. Er. Sie. Wambo. Thaddeus. Egal. Atrox. Na, ich werde die Sachen einfach durchgehen, auch die, die wir hatten. Atrox macht weniger Damage mit seiner Q und Minions. Ich denke, das ist ein super harter Nerf. Nein, stopp, er macht... Ah doch. Ja, die Damage Reduction wird erhöht und dadurch macht er weniger Schaden. Das ist ein super harter Nerf. Ne, stopp. We are giving back some of the wave clear he lost. We overnerfed. Minion Damage Reduction von 40% auf 55% in dich jetzt schon so früh? Ich meine, was heißt früh? Wir haben 8:30. Es ist spät. 8:40. Minion Damage Reduction. Der Minion Damage, die Minion Damage Reduction. Q Minion Damage Reduction increased. We overnerfed Atrox and we are giving back some of wave clear he lost. Also entweder ich inte. Wir akzeptieren jetzt einfach, ich könnte das Video jetzt normalerweise neu starten, würde sagen, Tobi, du hast zu viel geintet, aber das mache ich nicht. Ich plädiere, Leute. Ich plädiere auf, schlecht formuliert, oder? Hier steht, we overnerfed Atrox und wir geben ihm was zurück von seinem Wave Clear, den er verloren hat. Das ist, was hier steht. Q Minion Damage Reduction increased. Die Q Minion Damage Reduzierung wurde erhöht. Minion Damage Reduction wurde von irgendwie in. Ja, ich glaube, ich plädiere darauf, dass der Riot-Praktikant tatsächlich diese Notes geschrieben hat. Also ich sage, die Frage ist, wem glauben wir? Dem Text oder dem das hier? Ich glaube, Atrox wird genervt. Ich glaube, er wird genervt. Das lasse ich euch jetzt euch mal offen, Leute. Ihr könnt ja plädieren. Wie lest ihr das? Denkt ihr, dass ich komplett inte? Oder denkt ihr, dass der Riot-Praktikant hier doch ein bisschen nicht so früh Feierabend machen hätte sollen? Akali wurde ja auch genervt sehr viel. Letzten Patch hat sie ihren Stun verloren auf der Ult und jetzt kriegt sie auf ihrer Ult 2, R2, etwas weniger Damage im Early Game zurück. Im Late Game bleibt es gleich, im Early Game sind es 30 Schaden mehr. Das ist ganz nett, kann man auf jeden Fall machen. Aber ich denke Akali, also ich sehe gar keine Akalis mehr. Ich glaube Akali, ich denke sie ist tot. Ich höre immer noch, hier ist broken, broken dort. Ich glaube sie ist tot. Annie, ihr Schild wird etwas stärker, das heißt sie ist schneller. Das ist cool. Und hat weniger Cooldown, das ist auch cool. Down, ja, ne? Okay, verstehen wir. Ash. Als ich Ash gesehen habe, musste ich erstmal an TFT denken. Mein Gott, in TFT spielt gerade jeder Ash. Ist komplett broken. Glacial, spiel einfach Glacial und 2 Rangers, hast gewonnen. Ja. Der Slow wird im Early Game etwas erhöht. Das ist halt, also kaum bemerkbar, würde ich sagen. Was hier interessant ist, ist, dass ihre Q, ihr Ranger, fokussiert jetzt ein Auto-Attack-Reset. Das Auto-Attack-Q ist cool. Ist ein schöner Buff. Schöner Buff. Ein kleiner, aber schöner Buff. Blitzcrank-Grab geht 100 Meilen weiter. Und er kann 3 Stacks auf deiner Passive aufbauen. Fiora, das ist interessant. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch eins dieser neuen Dinge, die nicht dabei waren. Ihre Q kann jetzt Türme treffen. Und auch ihre E macht jetzt Bonus-Damage an Türmen. Und ja, also man sagt, was hier steht, ist quasi, Fiora ist zwar ganz gut gerade und sie gewinnt die Lane ganz oft, aber das Game nicht. Win Lane, lose Game. Und jetzt sagt man sich, okay, also ich bin mir unsicher, was man hier sagt, weil, also ich bin mir nicht unsicher, aber ich bin mir unsicher, ob das gut ist. Weil sie sagen, hey, wir geben Fiora, sie ist ja ein Split-Push-Legenden-Monster und jetzt gewinnt sie nicht nur den Matchup, sondern sie meldet auch Türme. Sie hat 2 Sachen, die jetzt gegen Türme funktionieren. Schwierig. Ich plädiere auf schwierig. Ich brauche so einen Hammer. Plädiert. Also weiß ich nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall krass. Gerade Platten im Early Game. Wenn du einmal einen Kill machst auf der Lane, Platten werden weggemeldet. Vielleicht spiele ich Fiora. Vielleicht werde ich Fiora main. Wie wäre das denn? Weiß ich nicht. Mal gucken. Gragas ist ja so ein Ding. Immer zu den Worlds. Ne? Super nervig. Wird immer gespielt. Ist langweilig. Ist tanky. Macht so viel Schaden. Mehr Cooldown auf der W. Und weniger Damage auf der W. Graves wird gebufft, mehr AD, 2 AD ist echt cool, weil er echt super krass mit AD skaliert. Bisschen Zahlentuning, dies, das. Heimerdinger hat 5% mehr, 5% Punkte, mehr Scaling auf der Q, ist huge, huge Buff, huge Buff, huge Buff, Leute.
sehr huge. Granate, Standlänge, huge Buff. Und Ultimate auch 5% mehr. Karma wird 20% genervt, Potentpunkte. Huge Nerf, super huge Nerf. Toter Champ. Karma, Dead Champion. Zumindest so glücklich. Ich weiß nicht, was im Competitive immer abgeht. Tobi, im Competitive spielen alle Karma voll broken. Ja, Leute, im Solo Queue, wann habe ich das letzte Mal Karma gesehen? Die letzte Karma, die ich gesehen habe, war 0-10. Mordekaiser, bisschen, seine W wird ein bisschen verbessert. Das heißt, er hat jetzt 5% mehr von dem Damage, den er dealt, wird converted. Orianna macht jetzt mehr Schaden. Das ist ein huge Buff. Huge fucking Buff. Ich habe heute Orianna schon gespielt. Stand 2-7, hab super gehintet, aber gewonnen. Und jetzt aber, also 50 mehr Damage auf jeder Stufe und 0,1 mehr AP Power. Super nice. Der Dude hier kann jetzt früher schmieden, ab 12 schon für seine Teammates. Hier, Pantheon, das ist auch neu. Viel weniger Magier-Sense, das ist geil, weil irgendwie ist so ein Trend, dass die Leute ihn jetzt mehr in der Mitte spielen und jetzt ist er mehr anfälliger. Und seine W bin ich mir unsicher, also... Vorher hat sie 150% gemacht, direkt, und jetzt scaled sie von 1 bis 18, 135 bis 165, das heißt am Anfang schwächer, später besser. Ich denke, es ist ein Nerf, weil, also klar, im Late Game ist er besser und das finde ich gut, weil er im Late Game suckt er total, aber Pantheon ist Early Game. Und ich glaube, jeder Pantheon-Main würde mir zustimmen, dass er lieber die 15% im Early Game mehr haben würde, als die 15% da mehr im Late Game, weil im Late Game als Pantheon saugst du wahrscheinlich eh komplett rein, außer du bist 12-1 oder so. Wobei man natürlich hier sagen muss, okay, das ist Stufe 1. Auf Stufe 2 hast du hier schon 137 oder so und dann auf Stufe 3 140. Das kommt sehr, sehr schnell an die 150 wieder dran. Also overall ist es wahrscheinlich immer noch ein Buff. Also zumindest das hier. Das ist natürlich nerf. Bin mir unsicher. Also in Early Game wird aber genervt. Rek'Sai. Mehr Rüstung und auch ihre Q geht jetzt ebenfalls gegen Türme. Das ist ein Tobi Plating Tower Taking Plating Buff. Also Patch. Riven, ja, mehr Cooldown auf Q, weniger Cooldown auf E. Also hier gerade 2 Sekunden weniger, hier 1 Sekunde mehr. Ich denke, das ist ein Buff. Und ich denke, wir werden wieder richtig viel Riven sehen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Habt ihr Lust drauf? Sejuani. Sejuani ist auch so ein Ding wie Gragas, wird immer gespielt, super nervig. Glacial schon wieder. Dieses Einfrieren, Zerschmettern Ding. Ihre Passive macht jetzt nicht... Also, Leute, stellt euch das mal für 20% Max Life Damage. Ich plädiere auf Quatsch. 20% Life Damage ist wirklich Quatsch. Das wird jetzt auf 10% genervt und das ist super hart. Hart, nicht hot. Hart, aber fair. Harsh, aber fair. Ja. Sein komisches Tool Furnace hat jetzt ein bisschen mehr Schild. Sylas wird genervt, hat weniger Rüstung, kriegt weniger Rüstung dazu und auch seine Passive macht weniger Schaden. Tam Kench sein Schild scaled jetzt, ist im Early Game schwächer, im Late Game stärker. Twisted Fate hat mehr Attack Speed und seine Karten-Ding machen mehr Damage. Ja, mit Vayne hatten wir schon mal drüber geredet, macht es stärker als im Late Game. Im Early Game, also zumindest ab Level 6 auch ein bisschen. Harsch. Weiß ich nicht, ich mag nicht gegen Vayne spielen. Außerdem... Selbst wenn man nicht gegen Vayne spielt, wenn sie dann in deinem Team ist, intet sie. Ohne Witz, kennt ihr das, wenn ihr denkt, so, ihr habt, da lockt bei euch allen im Team Vayne ein und ihr wisst schon, der wird eh 0-4 die Lane verlieren? Weiger Cage hat etwas weniger Cooldown, das ist nett. Xin Zhao hat jetzt mehr Heal auf seiner Passive quasi und auf seiner Q macht ein bisschen mehr Schaden. Yumi wird zerstört, ist jetzt Müllmi. Zek kriegt jetzt mehr Regeneration durch seine Blobs, das scaled mit seiner Ultimate. Und ja, dann kommen natürlich neue Skins dazu. Hexsicher Momo, Majestic Empress Morgana, Stuff Nami, Riven und das. Ja, das waren schon einige viele neue Dinge. Aber, wir gucken mal ganz kurz noch in Team. Wir mal kombinieren das. Ich weiß gar nicht, ob ich Teamfight Patch Notes generell machen will, aber wir machen das mal ganz fix. Kaiser kommt dazu. Kaiser kommt dazu und Kaiser ist komplett retardiert. Kaiser ist ein retardierter Champion. Sie ist Void, Ranger und Assassin. Ich meine, Brudi. Muss das so viel sein? Hätte man da nicht noch Brawler und... Also, sie ist quasi... Sie macht True Damage. Ich glaube, Void ist True Damage. Ich bin so... Die bin ich nicht in TFT. Sie macht True Damage. Klar, es ist jetzt etwas schwieriger zu bekommen, muss man sagen. Man braucht jetzt 4 Voids, aber sie macht True Damage. Sie macht... Du könntest aber auch nur für 2 Voids gehen dann, und dann auf Glück hoffen, dass sie den Void Buff bekommt. Dann brauchst du nur 2 Voids. Machst du Cho'Gath und... Kaiser, ich glaube, das wird die Meta sein. Du willst, glaube ich, keine 4 Voids haben. Zumindest, wenn du Kaiser hast, willst du keinen Kaiser den haben, glaube ich. Aber gut.
Außer du hast alle auf 3. Ja, das heißt, und Assassin. Ne, und sie springt zum weitesten Gegner und die kriegt einfach ein 600er Schild, kann man wahrscheinlich sagen. Ne, weil man wird sie ja wahrscheinlich auf Stufe 2 bringen. Ein 600er Schild, 60% Attack-Speed. Ich meine, kann man den Champ noch mehr overtunen? Geht das? Ist mein Mikro überhaupt drin? Ja. God bless. Kann man den Champ mehr overtunen? Sie hat drei Dinge hier. Und 1000 Dinge hier. Weiß ich nicht. Klar, sie ist Legendary, aber Miss Fortune ist Müll im Vergleich. Gut, es wird neue Items geben. Die habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht durchgelesen. Ich habe mir ehrlich gesagt gar nichts dazu durch... Weil eigentlich wollte ich gar keine Twisted Fate. Wollen wir mal live reacten oder... Wahrscheinlich interessiert es euch eh nicht, oder? Es gibt neue Items. Wir gucken einfach mal hier unten die Trades an. Items ist ein Überraschungsding, das müsst ihr, oder? So, komm, wir gucken das jetzt zusammen durch. Also, passt auf. Es gibt die Sparing Gloves. Die Sparing Gloves, das habe ich ein bisschen gelesen, ist so, sie geben euch 10% Crit oder 10% Dodge. Und wenn ihr die upgradet, dann bekommt ihr, je nachdem, in was ihr sie upgradet, 20% Crit oder 20% Dodge. Muss man natürlich gucken. Das große Problem bei neuen Items, die jetzt hier kommen werden, ist, dass die Chance... Sagen wir, du brauchst ein Schwert. Die Chance, dieses Schwert zu bekommen, ist natürlich schwieriger, wenn es mehr Items gibt. Genauso, wenn immer neue Champs dazukommen, ist es schwieriger, die eine Einheit zu bekommen. Infinity Edge baut sich jetzt aus Sparing Gloves und BF Sword. Okay, interessant. 20% Crit gibt das Ding also. Und es macht 150% Critical Strike Damage. Vorher waren es vielleicht 200%, jetzt sind es 250%. Ja, ist, glaube ich, interessant, weil vorher hattest du halt ein Infinity Edge, aber hattest kein Crit. Außer du hast Assassin gespielt. Deswegen war Infinity Edge vorher... relativ uninteressant. Ist natürlich gefährlich für Assassin-Spieler. Also, gefährlich gut aussehend für Assassin-Spieler, ne? Mehr Crit, dann noch den Assassin-Trade und Damage. Repeating Crossbow, Sparing Gloves und Recurve Bow. Ihr bekommt 20% Attack Speed und Critical Chance. On Death, this jumps on... On Death, this jumps on Elite Champion and grant an additional 20%. Okay, das ist cool. Das heißt, wenn einer stirbt... Deswegen auch Repeating Crossbow, dann fliegt es zu einem anderen. Das ist schon ziemlich cool. Javelin Gauntlet, also die Juwelen, also quasi der Thanos-Handschuh. Your spells can crit. Okay, na, ist auch cool. Leute, das Ding auf einen Aurelion, der Aurelion, sag ich immer, ne, wenn der dann mit der Rabadance und mit dem Javelin Gauntlet, ne, crittet, alles weg. Der pustet einmal das Bird, ne, und dann ist da alles weg. Schön. Ja, Hand of Justice. Sparing Gloves und Trainer. Alter, das gibt halt jetzt einfach komplett halt, ne, alles mit Ding. Dann, Hand of Justice. On Round Start, either gain 40% more damage or 40 life on it. Also ist quasi so also das ist halt wirklich, du bekommst entweder 40% mehr Schaden oder 40 life on hit. Life on it ist natürlich deutlich besser für Einheiten mit 4 Attack Speed. 40% mehr Damage ist natürlich... geiler für, ja, schwierig, weiß nicht. Ja, ich weiß, dieses Item ist aktuell, ich glaube, das ist zu viel Gamble, weil entweder du willst das oder, also im Early Game ist das broken, glaube ich. Tier of Justice, aber später weiß ich nicht, zu viel Gamble. Spearing Gloves und Chain Vest. On Dodge, create an expandable zone that lowers attack speed by 35%. Klingt krass. Sehr, sehr stark für Yordle-Spieler. Sparing Gloves und Negatron Cloak, when CC, cleanse CC, 5 Sekunden Cooldown. Ist super insane, Quicksilver Schärpe. Insane, Alter, so viele krasse Items. Wenn du CC'd wirst, das könnte krass gegen Glacial sein. Das Problem bei Glacial ist, so wie ich es kenne, du CC'st den Frost Effekt, dann kommt ein Pfeil und du bist wieder eingefroren. Also ein Auto-Tech-Pfeil. Sparing Gloves und Giant Bat on Combat Begin gain a Spell Shield. When it breaks, then the champion will broke the shield. Okay, also das ist halt krass, ne? Also ich find's gut, dass die halt wirklich, das sind alles coole neue Dinge, so, ne? Repeating springt rüber, Bogen, Spells, es sind halt coole Ideen und nicht einfach, ja, hier Stats keulen, ne? Das sind gute Dinge. Thief's Gloves. Mit Sparing Gloves. Sparing Gloves und Sparing Gloves. Achso, zweimal. This item take all three item slots. On round begin, copy two random items. Könnte insane sein. Im allerschlimmsten Fall, also erstmal musst du zwei Sparing Gloves weggeben. Das verbraucht drei Plätze, was nicht so schlimm ist, weil das Ding gibst du einfach irgendeiner Retard-Einheit, ist egal. Weil die Frage ist, copy two random items, wer bekommt die? Bekommt die dann auch diese Einheit? Weil das sind ja, nimmt drei Slots weg. Ja, wahrscheinlich bekommt die Einheit das dann. Die Frage ist natürlich, wenn dann halt Müll kopiert wird. Manchmal werden nur einzelne Items kopiert, manchmal ganze.
Ist, ich werde das spielen, weil es lustig ist. Ich mag lustige Dinge. Aber, ne, Pros werden das, glaube ich. Das ist zu viel Gamble. Mittens. Spanglaus und Spatula. This champ also counts as Yordle. Ja, es gibt jetzt 9 Yordles und deswegen interessant. Dann haben wir noch BF Sword. Achso, das hier war jetzt, genau. BF Sword ist jetzt was anderes. Deathblade. On a kill or assist, gain additional 15 attack damage until the end of combat. Stacks infinitely. Ja, ist krass. Also, weiß ich nicht. Potenziell krass. Das heißt, wenn ihr... Das muss man sowas wie Master Yi geben, den es noch nicht gibt, den es irgendwann gibt. Also, du bekommst 15 AD für jeden Kill. Ich glaube... Ja, ich weiß nicht. On kill or assist. Es wäre auf jeden Fall am besten für Einheiten. Man müsste Statics auf die Einheit packen, damit er auf jeden Fall auf alle... Also entweder Statics oder er müsste AOE auf irgendeinen Spell haben. Damit, wenn irgendwo eine Einheit stirbt, du auf jeden Fall einen Assist bekommst. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das braucht zu lange, bis es stark wird. Es wird einige Games ausrasten und vielleicht in einigen Kombinationen mit Rageblade stark sein, aber ich glaube, das dauert zu lange. Da gehst du lieber Rapid-Fire sichere Dinge irgendwie. Und Giant Slayer. Attack deals an additional 5% of enemy max health as true damage. Ja, weiß ich nicht. Gegen Brawler-Spieler kann das nett sein. Ja, dann gibt es noch Player Damage Adjustment. Ihr macht jetzt quasi, der Schaden wird verändert, den ihr macht. Oder den die Einheit machen. Quasi alles weniger, kann man sagen. Mystery Box Adjustment. Common Boxes Average Gold Value Decrease. Ja, ohne Witz. Manchmal hast du da die Box geöffnet, da waren 20 Gold da. Brudi. Also nicht aus einer, aber so 3 oder so. Uncommon Boxes Average Gold Value Decreased Very Slightly. Alles verringert. T4 Units can no longer drop von Angriff. Das hat aber zu lange gedauert. Das hätten die auch hotfixen können. Slightly increased the odd of Nico's help dropping from all boxes. Okay. Dann haben wir... Boah, das geht hier schon wieder zu lang. Aber okay. Ich meine, ich rede ja auch gerne mit ihr. Und vielleicht hört ihr auch, egal was ich gerade erzähle, gerne zu. Ich denke mal, das sind einige, die jetzt hier zuhören. Dragon. Dragon-Bonus wird reduziert. Ist jetzt schwächer. Glacial wird genervt. Dankeschön. Merci beaucoup. Habe ich schon gesagt. Ist viel zu stark. Du bitte sagst merci beaucoup. Ja, also, ja, weniger Stun-Chance und weniger Stun-Duration. Broken. Void braucht ihr jetzt 4 oder 2. Ich denke, 2 ist so der Way to go. Sugard, Kaiser. Yordles wurde quasi jetzt auch angepasst, weil ihr habt jetzt halt 30, 60, 90. Das heißt, Early Game ist etwas schwächer, aber dafür habt ihr halt 90. Ich weiß nicht, ob man wirklich... Ja, Alter, 90%, da musst du echt Magier gehen. Wenn einer full Yordle committet... Wenn du siehst, einer fängt schon an, Yordles zu bauen, dann musst du echt... Also diese Yordle-Items, ne? Dieses Yordle-Item. Da musst du halt echt sofort anfangen, full auf Magic zu gehen. Sonst hast du gegen 90% Dodge, hast ja keine Chance. Assassin Trait. Boah, hier passiert so viel, Brudi! Assassin Trait. 75% Crit Damage auf 150% Crit Damage und 25% Crit Chance. Das heißt, ne, stopp mal, Marcel, das ist 3, achso, 3, 6, 9. Hier wird jetzt auf 3 bleibt gleich. Das ist ein bisschen verwirrend, aber 3 bleibt gleich. 6 wird die Crit Chance reduziert, wahrscheinlich deswegen, weil ihr jetzt Crit Items bauen könnt. Und auf Stufe 3, also beziehungsweise 9, was quasi so gut wie, glaube ich, fast nie gespielt wird, auch Crit Chance etwas reduziert. Also insgesamt Nerfs. Wahrscheinlich wegen den Items, weil es sonst zu broken ist. Ninja Attack Damage und Ability Power wurde gebufft. Ninjas wird, glaube ich, sehr wenig gespielt gerade. Nur noch Assassins, glaube ich. Bin leider nur ein Platin 4 Pleb. Sorry. Spiel aber auch wenig. Sorry. Nobbles heilen ein bisschen mehr. Die Nobbles, die guten Nobbles. Shapeshifter Bonus wurde reduziert. Die sind aber auch echt sautanky, muss man sagen. So eine Shyvana mit 6er Buff oder was das ist. Und Ranger wurden genervt etwas. Zweier, hier, Glacial, habe ich gesagt. Also Glacial wurde viel genervt, muss man sagen. Glacial Ranger. Anivia. Anivia ist wahrscheinlich immer noch scheiße. Startet jetzt mit mehr Mana. Ist interessant. Okay, braucht aber auch mehr Mana. Ja. Starting Mana, Total Mana, braucht etwas mehr Mana. Ability Targeting versus Target ist nicht schlecht, muss man sagen. Also, ich glaube, sehr slowt ja auch. Attack Speed slow. Slow's Attack Speed ist, glaube ich, nicht schlecht. Sie macht das direkt hinten die Backline rein. Ist sie nicht mehr so bad, muss man sagen. Kassadin, genervt. Genervt. Mehr Rüstung. Also weniger Damage, mehr Rüstung. Schlechteres Schild. Miss Fortune. Braucht super viel Mana, Bruder. 150? Nee, das ist zu viel. Aber Ability Damage, okay. Das hier kann man ausblenden, weil das schaffst du eh nicht, aber 2000. Current Target versus Target, auch sehr schön. Dann ist die Ult nicht... Das sind gute Änderungen. Und ich glaube, wenn du jetzt Full Träne Miss Fortune gehst,
Die ultet einmal, die böllert. Die Ult geht halt immer schön in die Ecke rein. Versus Target und böllert komplett weg. Ist, glaube ich, eine coole Änderung. Ist zwar jetzt Mana, du musst es laden, aber wenn es lädt, boom. Packen Twisted Fate nehmen, bam. Guck mal, Pirat, Miss Fortune, das will ich spielen. Pirat, Miss Fortune. Twisted Fate mit Blue Card. Da packe ich schön viele Tränen auf den Twisted Fate, damit der sofort die blaue Karte wirft. Oder vielleicht die Miss Fortune. Oder auf beide oder auf alles, keine Ahnung. Mordekaiser macht jetzt deutlich mehr Damage, ist auch echt wichtig, weil der suckt. Tristana Spell Damage, bisschen höher auch. Dachte nicht, dass er so wenig ist, aber okay. Blitzcrank, bisschen stärker, macht ebenfalls mehr Schaden. Braum-Mana wird erhöht, ist auch wichtig. Braum ist viel zu stark, sein Schild, Brody. Rek'Sai, bisschen weniger Attack-Speed. T3 Ash-Mana, danke, erhöht. Vielen Dank. Alter, Ash ist tot. Tot nicht, aber sie ist tot. Katarina-Damage für Tick. Gebufft! Gebufft! Ich bin einer der wenigen Leute, der Turbo-Katarina spielt. Kata springt, alle tot. Turbo-Katarina. Katarina voll bad. Ich sag so, hier, Kata springt, eine Sekunde, alle tot. Geil! Shyvana Burn Damage nur gegen Dragons, aber Dragons wurden genervt. Shyvana Burn Damage reduziert, Dragons nochmal genervt. Weiger Spell Damage wurde gebufft, aber ich habe noch nie in meinem Leben Weiger 3 gehabt, noch nie. Vi Health erhöht, Vi Damage erhöht. Ist sie so schwach? Ich habe immer Vi gebaut, ich fand die gut. Volibear Health, ohne Witz, Volibear ist so schlecht, der braucht unbedingt Buffs. Wird aber hier der weniger Damage, mehr Attack Speed, okay. Akali, mehr Attack Speed ist insane, je mehr Attack Speed, je mehr Ult. Nahhelfe reduziert, Nahtransformationshelfe reduziert, Jinx Attack Speed erhöht, Jinx sehe ich auch super selten. Kindred Attack Speed 0,7, Kindred Ability Duration 4,5,6,3. Also Ranger sind tot, Leute, ich plädiere auf tot. Ich plädiere auf tot. Die haben 12 Nerfs bekommen einfach. Hier nochmal Sejuani genervt, Sejuani Stun Duration genervt, Swain wird ein bisschen genervt. Items, Dragonclaw, das hatten wir, Frozen Heart wird gebufft, Leute. Turbo Katarina kann auch mit Double Frozen Heart gespielt werden. Springt hinten rein, alle geslaut. Infinity Edge ist jetzt anders. Rapid Fire no longer grants your attacks can't be dodged. Warum nicht, Boni? Okay. Titanic Hydra. Max, wie will man denn dann Yordles countern? Was ist das für ein Quatsch? Mit Wild halt, aber wenn du halt nicht Wild gehen willst. Was ist das für ein Quatsch? Ja, okay. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen OP, weil das halt OP ist. Titanic Hydra, 10% Max Health in a Splash. 3% to target and enemies behind. Okay. Das war's, meine Freunde. Mein Sport, für alle, die fragen, ist sehr geil. Macht richtig Bock. Morgen ist wieder Bankdrücken dran. Mega geil. Sport ist super geil. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hab euch wirklich lieb. Ich hab euch gerne. Das ist keine Lüge. Das ist die Wahrheit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Mua. Trabia. Trabia.